Ja, also zunächst einmal möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Daimel und ich freue mich, Sie zu sehen. Ich werde Sie also nicht in den Untergrund und auch nicht in die Tunnel hineinführen, sondern ich werde Sie in die Bürokratie führen. Ja, also Sie sehen hier schon, ich verzichte auch auf eine ich verzichte auf eine einleitende Folie und Sie sehen hier mal die Planänderungsverfahren. Es gibt zu dem PFA, also Planfeststellungsabschnitt 1.1, das ist die Talquerung, also Hauptbahnhofumgebung, gibt es, Sie werden bei der nächsten Folie das dann sehen, bereits 13 Änderungen. Das heißt, es ist ein Verfahren, das von Änderungen lebt. Das ist ein Planfeststellungsbeschluss, der von Änderungen seit 2005 lebt. Wir haben 13 Änderungen und wie Sie sehen, sind noch gar nicht alle durch. Sie sehen also die Nummer links, den Kurztext, den lese ich natürlich nicht vor, denn ich nehme an, Sie werden lesen können. Ich lasse Ihnen auch genügend Zeit. Und Sie sehen, wenn Sie weiter dann auf der wenn Sie fertig sind, wir reden dann weiter, damit Sie das mitverfolgen können, vor allem von der, noch einmal zurück bitte, von der Nummer 5, Zentralisierung der Abwasserreinigungsanlagen. Das heißt, es war ursprünglich ja das Konzept, 4 dezentrale Wasserreinigungsanlagen zu machen, um den zukünftigen Bahnhof herum, und jetzt will man diese Reinigungsanlagen zentralisieren auf die eine, die am Bahnhof sich befindet. Sie kennen diese blauen Zylinder. Also dorthin, da gibt es eben diese Planänderung, die ist im Oktober vom Eisenbahnbundesamt. Datum der Entscheidung heißt immer Entscheidung des Eisenbahnbundesamtes. Ist die Entscheidung gefallen, da gibt es den Bescheid und dann wurde auch schon öfter jetzt hier erwähnt, die 7. Planänderung, die aber in 1.6a die 2. Planänderung heißt, das sehen Sie später, das ist jetzt die Anpassung des Grundwassermanagements infolge höheren GW-Andrangs, es handelt sich ja ungefähr nur um einen Faktor 2. Ja, also so, jetzt gehen wir weiter auf die nächste Folie bitte und da sehen Sie, dass wir einige Dinge, Sie müssen auch in gewisser Weise oder das werden Sie zwangsläufig feststellen, es gibt eine gewisse Häufung dieser Bescheide, dann so 10.05. und der letzte 7.02.2013. Und wir werden weitersehen, es gibt dann einen weiteren Beschluss vom 26.02., das ist der Findertunnel. Aber jetzt hier zurück, Sie sehen hier, die SSB kommt hier ins Spiel, der Düker ins Spiel und so weiter. Was bedeutet das also für den, Sie sehen auch unten, die Planfeststellung, wie erwähnt, war bereits 2005 und jetzt ist es besonders eilig. Wir gehen weiter und behandeln den PFA 1.1. 5, das nächste bitte, da ist es ähnlich, da gibt es bereits 9, also eigentlich 8, die Nummer 8 wurde bisher aus irgendwelchen Gründen nicht vergeben und auch hier, wir befinden uns jetzt auf dem Gebiet Killesberg, dieses Viertel und da sehen wir, dass wir hier heißt die 7. Planänderung, 6. Planänderung für das Grundwassermanagement, dann das berühmte Entrauchungsbauwerk Killesberg, das man freundlicherweise vom Augustinum etwas weggerückt hat, damit es nicht zu viel raucht, vielleicht. Und auf jeden Fall auch hier Planfeststellungsbeschluss bereits 2006. Also im Fall von 1.1 haben wir jetzt 8 Jahre und im Fall von 1.5 haben wir jetzt 7 rund oder 6 Jahre. Jetzt weiter vielleicht im Detail. Was gibt es und was ist Besonderes an der an diesen Planänderungen? Im nächsten Bild sehen Sie das und zwar für die 5. Planänderung. Und da achten Sie bitte auf den Untertitel dieser Planänderung, das heißt Verbandsbeteiligung.
Was heißt Verbandsbeteiligung? Verbandsbeteiligung heißt, dass lediglich Träger öffentlicher Belange gehört werden, also keine Bürger. Also diese fünfte Planänderung ist nur, also Träger öffentlicher Belange sind zum Beispiel der LNV, der Ihnen bekannt ist, der BUND, natürlich auch die Stadt Stuttgart, aber keine Privatleute. Nun, also es gab auch hier keine Anhörung. Und die Durchführung liegt hier ausschließlich beim Eisenbahnbundesamt. Und der Antrag der DB war am 9.12.2009, dann gab es dazwischen einen sogenannten Verdopplungsantrag, den hat man dann wieder zurückgezogen. Die Planunterlagen wurden zugestellt am 13. April 2012. Stellungnahme konnten wir nehmen bis 14.05.2012 und der Bescheid erging am 23.10.2012. Das wird später noch wichtig sein, dieses Datum. Also, wir stellen fest, es gibt mal eine Planänderung, wo mindestens die Träger öffentlicher Belange gehört werden. Nächstes. Jetzt haben wir die, ja, in der Zeitung kam es ja, die Herrenknechtsche Bohrmaschine kann endlich bohren. Das war am 1. März in der Zeitung. Und da können wir jetzt einen anderen Typ von Planänderung feststellen oder gab es, das ist die Anhörung. Da gab es eine Anhörung. Also da konnten Grundstückseigentümer, Privatleute auch mitmachen. Diese Anhörung führt also nicht das Eisenbahnbundesamt durch, sondern die Anhörung macht das Regierungspräsidium Stuttgart. Sie wissen, wo das ist, in Vaihingen da oben. Da wird also eine Bekanntmachung gemacht, man wollte es ja in den Ferien auslegen, das hat man dann doch gelassen. Also man hat es dann erst am 5.9. ausgelegt, 2011 bis 4.10. Dann gab es einen Erörterungstermin, 4.1. wurde die bekannt gemacht und der Erörterungstermin war am 30.31.2012. Und dann gibt es da ein Protokoll, also da wird elektronisch aufgezeichnet und auch eine Dame stenografiert das alles mit. Dieses Protokoll wird dann anonymisiert, damit keiner weiß, wer was gesagt hat. Dann gibt es letztendlich einen Anhörungsbericht vom Regierungspräsidium aus, die fassen das alles zusammen und den schicken sie ans EBA. Die Zahl der Einwendungen waren 4.000 und das Datum der Entscheidung war am 26.02.2013, also noch nicht sehr lange her. So, das ist also jetzt das mit der öffentlichen Anhörung. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt sehen Sie dieses erwähnte 7. Planänderungsverfahren, 6. im Feuerbacher Bereich und 2. in Ihrem Bereich. Das wird nach § 18 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes so gemacht. Sie lesen also von 3 Millionen Kubikmeter auf 6,8 Millionen Kubikmeter und die Bezüge sind die jeweiligen Planfeststellungsbeschlüsse. Die Durchführung des Anhörungsverfahrens soll vom Regierungspräsidium Stuttgart wieder ausgerichtet werden. Die Bekanntmachung war am 5.9. letzten Jahres. Planauslegung lesen Sie, der Erörterungstermin ist noch nicht bekannt, die Zahl der Einwendungen bisher 10.088. Herr Penn hat ja gesagt, Ende des Jahres haben wir die Genehmigung. Ja, okay, mag sein, will ich gar nicht bezweifeln und es gab, wie gesagt, 10.000 Einwendungen. Also auch wieder so ein offiziell mit Anhörung Verfahren. Jetzt, wenn dieser Bescheid ergeht, was kann man denn noch machen dagegen? Also es ist Folgendes, das Regierungspräsidium macht dem EBA mit dem Erörterungsbericht quasi einen Vorschlag und das EBA übernimmt aus diesem Bericht, was es meint, übernehmen zu sollen, zu müssen, zu können. Ja, und fällt dann seine Entscheidung, das ist der Bescheid. Nun, der Bescheid, den kriegen Sie nicht persönlich zugestellt in der Regel. Also schon gar nicht, wenn Sie
wenn es nicht öffentlich ist. Viele sind eben überhaupt nicht öffentlich. Das wickelt sich zwischen der Deutschen Bahn und dem EBA ab. Das haben Sie gesehen. Die Mehrzahl dieser Planänderungen sind nicht öffentlich. Dann gibt es diese Twitter-Stellung mit der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange. Da wird man aber auch nicht verständigt. Und das heißt, man muss quasi im Amtsblatt lesen, wann ist sozusagen jetzt so ein Bescheid ergangen. Das ist sozusagen die Ankündigung. So, jetzt, welche Fristen gibt es denn oder muss man nach der Methode gehen, Vogel friss oder stirb? Nicht ganz, aber das sehen wir vielleicht in der nächsten Folie. So, jetzt gibt es Verschiedenes. Zum Beispiel die zweite Planänderung des Filtertunnels, also die ja den Einsatz der Tunnelbohrmaschine genehmigt, die wird in der Regel angeordnet mit der sofortigen Vollziehbarkeit. So, was kann man also machen? Gegen diese Entscheidung kann man innerhalb eines Monats nach Zustellung der Klage, nach Zustellung des Bescheides, Klage beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim erheben, schriftlich natürlich. Der Kläger hat innerhalb einer Frist von 6 Wochen die zur Begründung seiner Klage dienenden Tatsachen und Beweismittel schriftlich anzugeben. Die Anfechtungsklage, also das ist die Klage, die Sie innerhalb eines Monats machen, hat aber wenn Sofortvollzug angeordnet ist vom Eisenbahnbundesamt, keine aufschiebende Wirkung. Das heißt, Sie müssen aber auch noch einen Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung stellen. Also VWGO ist nicht ein neuer VW, sondern heißt Verwaltungsgerichtsordnung. Ja, also das müssen Sie machen und das heißt, Neudeutsch, Eilantrag. Also Sie müssen auf der einen Seite die Klage einreichen, die Beweismittel nachliefern und parallel dazu einen Eilantrag stellen. Dieses läuft bereits jetzt gegen die 5. Planänderung, gegen die Abwasserzentralisierung. Da läuft ein solches Verfahren, Klage plus Eilantrag. Des Weiteren läuft eine Klage ohne Eilantrag, weil dort gab es keine Forderung nach Sofortvollzug, gegen die 10. Planänderung. Also nur, dass Sie da Bescheid wissen. Jetzt können Sie bitte weitermachen, das nächste Bild. Jetzt ist aber Folgendes für Sie interessant. Was bedeutet diese sogenannte Veränderungssperre für Sie? Also für Sie als Grundstückseigentümer. Das bedeutet, vom Beginn der Auslegung der Pläne dürfen auf den vom Plan betroffenen Flächen bis zu ihrer Inanspruchnahme wesentlich wertsteigende oder die geplanten Baumaßnahmen erheblich erschwerende Veränderungen nicht vorgenommen werden. Also Sie können jetzt nicht, wenn Sie ein Erdgeschoss haben, ein zweites draufbauen, also ein erstes Obergeschoss. Das ist ja eine wertsteigernde oder auf Ihr eigenes Risiko natürlich. Und unzulässige Veränderungen bleiben bei der Anordnung von Vorkehrungen und Anlagen und im Entschädigungsverfahren unberücksichtigt. Also Sie können natürlich da ein Hochhaus draufbauen, aber Sie sagen, gut, Sie haben nur Erdgeschoss gehabt. Interessiert uns nicht. Ja, also das ist ganz wichtig zu wissen. Und als letztes noch, dauert die Veränderungssperre über 4 Jahre, können die Eigentümer für die dadurch entstandenen Vermögensnachteile Entschädigung verlangen. Also 4 Jahre müssen sie warten. Aber was noch viel interessanter ist, dem Träger des Vorhabens steht an den betroffenen Flächen ein Vorkaufsrecht zu. Also das muss man auch wissen. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu stark und zu negativ strapaziert, aber Sie sehen, es wird geklagt und jeder, der klagen möchte,
sich dieses zutraut, soll einfach klagen. Ja, also, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, Herr Dr. Treibel, jeder, der klagen will, soll klagen. Vielleicht können wir uns dann so auch für die anderen Vorhaben etwas auf die Fahne schreiben. Zumindest jeder sollte nicht gleich von vornherein Ja und Amen zu allem sagen. Gibt es Fragen an Dr. Deine? Ja. Wie ist denn zu verstehen der Begriff der wesentlichen Wertsteigerung? Das heißt, wenn das Gebäude den Sanierungsbedarf aufweist und man einfach das Dach ist undicht oder man setzt Toilettenanlagen in Stand, das Bad in Stand zum Beispiel, fällt es unter wesentliche Wertsteigerung? Würden Sie das in Ihrem Hause auch als wesentliche Wertsteigerung betrachten, wenn Sie Ihr Dach reparieren? Also garantiert nicht. Ja. Weil das ist ja einfach, Sie halten das Gebäude funktionsfähig. Es ist ja keine Verbesserung. Also denn wenn es jemand kauft, kauft das auf jeden Fall nicht mit dem Loch im Dach. Ja, beispielsweise, man setzt neue Fenster. Aber Sie können zum Beispiel jetzt nicht sagen, ohne irgendwie, dass Sie, es gibt ja glaube ich hier einen Fall in Wangen oder in Untertürkheim, da will ja jemand irgendwo eine Tiefgarage bauen. Also das können Sie nicht ohne weiteres, weil wie von Ihnen gezeigt, ist ja die Unterfahrung nicht sehr tief. Also Sie können nicht einfach jetzt sagen, okay, ich baue jetzt eine private Tiefgarage da. Also das geht nicht. Ja. Vielleicht war da anschließend, ist es vorstellbar, und zwar der Tunnel ist planfestgestellt. Ja. Ein Bauträger entscheidet sich, das bestehende Haus dort jetzt abzureißen, baut ein neues Haus, verkauft das als Eigentumswohnungen und sagt dann später, es war mir nicht bekannt, dass dieses Gebäude untertunnelt wird. Gerade denken wir, wenn uns jetzt diese Veränderungssperre denkt, dann muss doch der das eigentlich wissen. Ja, das ist sein Pech dann. Ganz schlichtweg, es ist sein Pech. Also die Bahn ist nicht verpflichtet, das sozusagen jemandem mitzuteilen. Deshalb zeige ich es hier. Gut, also es ist vorstellbar, dass so ein Bauträger wirklich sowas auch nicht mitbekommt. Das ist einfach okay. Im Übrigen möchte ich nur sagen, weil das hier gesprochen wurde, es gibt auch zwei Gutachten, dass man unter Umständen von der Ulmer Straße her, da wird ja ein Schacht gebaut, 37 Meter tief, 22 Meter Durchmesser, dass man von dort, aber es gibt zumindest zwei Gutachten von dem sehr geehrten Herrn Professor Wittke, dass man dort auch daran denkt, eventuell die Tunnelbohrmaschine einzusetzen, und zwar in Richtung Hauptbahnhof. Ja? Und wenn Sie da bohren, dann, das hat der Herr Bämel in seinem Vortrag nicht gesagt, da gibt es ein Stück eben unausgelagten Gipskörper. Dort wird man dann Dammringe einbauen und Injektionsfächer und so weiter. Nur damit es klar ist, also zumindest gibt es diese Gutachten. Ob das tatsächlich dann zum Einsatz kommt, weiß ich nicht. Und die Tunnelwandstärken sind dort in der Gegend nur von 60 cm. Und es steht wörtlich drin, man kann es so machen. Okay? Nur so viel. Und dann, wenn es hierzu keine weiteren Fragen mehr gibt, dann Ihnen noch ein ganz herzlichen Dank.